Konzert. Vivaldi, so das erste Konzert, das in die dritte Lage geht. G-Dur-Konzert. Den ersten Teil habe ich schon mal als Video gemacht. Und jetzt kommen wir an den zweiten Teil. Ich spiele aber ein bisschen von der ersten Seite noch mit. Und zwar fange ich in Takt 20 an. Leise Echo. Dann
steht bei mir ein Ausrufezeichen in den Noten, weil jetzt kommt diese halbe Lagegeschichte. Ich erkläre sie gleich nochmal. Gehe nochmal auf den Takt 41 ein. Da geht es wirklich über zwei Seiten. Ja, wenn man das schnell spielt, muss man genau koordinieren, dass man auch wirklich immer auf der richtigen Seite ist. Müsst ihr genau wissen, wann ihr wo seid. So, jetzt verlegen wir die Hand. Ich mache mal ein bisschen näher. Also ich komme von hier. Jetzt rutsche ich runter. Und den zweiten setze ich daneben. Ja, ich habe jetzt meine komplette Handposition geändert. Ich komme von hier. Die Hand zeigen kann und ich trotzdem den Noten sehen. Also, ich habe ja, das ist dieses Blöde, man spielt plötzlich ein E mit einem zweiten Finger. Wir spielen das Fis mit dem dritten Finger. Vierten Finger. Weiter. Ich spiele das trotzdem noch zweimal zum Üben. Genauso spielen, das soll immer wieder erkannt werden. Wir kommen von und dann und nochmal das Motiv. Und jetzt sind wir in G-Dur angekommen. Gezwitscher zu spielen. Kommt hier. Echo. Tiefer. Ist aber nicht schwer, hatten wir schon mal. Und jetzt das Trillern.
Ich hatte ja gesagt, wenn man den Teil mit der halben Lage überstanden hat, dann macht das Konzert wieder Spaß. Einmal nochmal von vorne durch. In einem mittleren Tempo sollte ein Schüler mitspielen können. Ist noch kein Profi-Tempo. Viel Spaß beim Mitspielen!